Oh, da war ein Jumppad. Oh, da war auch ein Jumppad. Oh, da ist schon wieder ein Jumppad. Und da war wieder ein Jumppad. So, jetzt wollen wir auch mal aufhören, hier zu spielen. Ich bin ja wieder am Anfang. Hallo und herzlich willkommen. Eine spontane Runde hier. Wie heißt das nochmal? Parcoidra? Syndicate Games. Syndicate Games mit dem Parcoidra. Und der erklärt mir hoffentlich auch alles. Hallo. Ja. Ich muss nur kurz verlieren. Okay. Na gut. Wo soll ich raufklicken? Irgendwo hier? Ich hab dich gerade herausgefordert. Im Chat musst du nur anklicken auf Ja. Ja, ich will. Challenge. What? Click to deny the challenge. Nee, accept. Ich fordere dich nochmal heraus. Click to accept. Ich hab schon. Was ist das denn hier? So. Kämpfe gegeneinander. Ja, nur wir zwei sind auf der Map. Du hast vor dir eine Kiste? Ja. Okay. Auf dieser Map gibt es mehrere Kisten. Ach, das ist wie Survival Games eigentlich, oder? Genau, du hast bei dir, wenn du aus dem Haus gehst, einen Wasserfall. Oh fuck. Ja. Und wenn du den Stück runterschwimmst, ohne runterzufallen, bitte, dann hast du da eine Enderkiste mit Enderperlen drin. Die sind schon mal sehr hilfreich. Ach so, was? Das geht aber ziemlich weit runter. Ja. Naja, besteigere dich mal ein bisschen. Wenn du runterfällst, kriegst du keinen. Stirbst du nicht, du wirst nur wiedergeboren. Okay. Und du kannst hier auch keinen Fallschaden kriegen. Jetzt falle ich aber gerade ganz tief runter. Okay. Hast du die Enderperlen geholt? Nee, meinst du, am Ende des Wasserfalls ist eine Kiste oder wie? Nee. Wenn du den Wasserfall ein Stück runterschwimmst, dann ist da eine Kiste. Stückchen, ich bin jetzt ganz runtergeschwommen. Sollst du mir klauen? Ich weiß noch nicht. Da munkelt. Da! Rechle. Hast du? Jo. Ich kann dir helfen, wenn du runterfällst. Ich bin einmal runtergefallen. Glaubst du oder nicht? Ja, glaube ich dir. Da ist auch eine Kiste, aber die hast du bestimmt schon. Oder habe ich die schon? Nee. Ein ich habe bei dir gar keine Kiste auf der Seite. Du hast gar keine Kiste? Das ist ja fies. Also, ich bin nicht auf deiner Seite, ich spawn ja woanders. Okay. Jetzt brauche ich noch Pfeile. Ja. Ja, stimmt, an die Map kann ich mich erinnern, die habe ich mal bei Ungespielt gesehen. Da hat er, glaube ich, mit das dem stimmt. Nilo? Ich weiß nicht, ich glaube mit dem Nilo gespielt. Also keine unanständige. Ja, der spielt mit vielen Leuten in der Map, ist seine Lieblingsmap. Ja, die ist auch geil. Das stimmt allerdings. Nein, ich bin in diesem Kopf. Oh, hat nicht geklappt. Ah, ich habe nur 5 Enderperlen. Soll ich die jetzt benutzen, um darüber zu springen? Nee. Wo willst du denn hin? Gibt's hier nicht auch Jump Pads oder so? Doch, die gelben Platten auf dem Boden. Okay. Hast du schon ein Schwert? No. Gut. Gut, sagt er. Smashen. Oh, was ist das? Eine Kiste, die leer ist. Du solltest du auch deinem Gegner niemals verraten. Nee, ich weiß. Ich glaube, ich müsste mal so langsam sterben. Nee. Ich genauso. Nee. Danke, lieber Gott, an den ich nicht glaube. Du Heide! Du Heide! Heidemarie, was? Was? Ich glaube, der hätte schon alles gesammelt. Das halte ich für ein Gerücht. Ich will jetzt noch die. Ich hole jetzt die dritte Kiste Enderperlen. Es gibt nämlich 3 Kisten. Das nehme ich auch mit. Was? Was? Nicht? Ein Ding. Ich habe keine Pfeile. Echt, komm her. Ich gebe dir welche. Ja, ich gebe dir auch eins von meinen 3 Schwertern. Ja. Ich habe erst 3, Mann. Was soll ich denn mit so wenigen? Keine Pfeile. Mist. Ich hole mir die letzte Kiste Enderperlen. Du siehst ja, wenn du nach oben guckst, ja, so ein riesiges Luftschiff. Ja. Genau. Da oben ist die letzte Kiste. Da sind erstens noch 2 Kisten im Luftschiff und ganz oben drauf ist eine Kiste mit Enderperlen. Scheiße. Ja, das ist gut, das kannst du ja nicht wissen. Ah, nein. Die sind ja auch nur zum Leben retten. Mist. Enderperlen verschwendet. Warum? Ich hab's nicht geschafft aufs Luftschiff. Finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und in der Mitte ist so eine Mittelinsel und da drinnen ist ein Verzauberungstisch, wenn du noch Level hast. Oh, da war ein Jumppad.
Oh, da war auch ein Jumppad. Oh, da ist schon wieder ein Jumppad. Und da war wieder ein Jumppad. So, jetzt wollen wir auch mal aufhören, hier zu spielen. Ich bin ja wieder am Anfang. Jetzt habe ich auch noch meine Position verraten. Tja, das war's dann wohl mit den Kisten. Dann können wir gleich nochmal eine Runde spielen. Oh, da ist ja... Hä? Habe ich die nicht schon vorhin gehabt, die Kiste? Und die? Die hatte ich aber schon. Ja. Ach ja, das bringt's. Da hinten, da war... War ich... Hier schon? Wo bist denn du? Nein, du Missgeburt! Was? Mann, sprichst du mit mir? Oh, ich... I can hear you. Musst du rein? Was holst du denn hin? Weg. So, jetzt schon? Wir haben uns doch gerade erst getroffen. Ja. Das Problem ist, wenn du runterfällst... Ja. ...startest du mit einem Herzen. Eieiei. Also nicht, dass mich das stört, ne? Weil ich bin ja der Pro. Das weißt du ja? Ja, du bist der Vollpro. Obwohl, ich habe in deinen Videos gesehen, du hast viel trainiert. Nein, trainiert habe ich oder du nicht. Du wolltest viel trainieren? Alles, was ich jetzt, was du auf meinem Kanal findest. Du Missgeburt! Tschüss, ich hab's gesehen. Er ist voll runtergeflogen und da fliegt die Enderperle, aber die fliegt gerade nach oben. So, jetzt muss ich ihn finden. Jetzt muss ich ihn finden. Wo ist er gespawnt? Wo spawnt man denn? Weit weg von dir, hoffe ich. Also ist es random, oder was? Nee, immer da, wo du bist. Mhm. Ja, da bist du auf jeden Fall schon mal falsch. Na, Mist. Und da auch. Und aber da das würde ich natürlich auch sagen, wenn... Wenn ich hinter dir stehen würde und dich sehen würde, aber... Oh, da bin ich gesagt. Ich hab mich wirklich umgedreht jetzt, ne? Ja, ich weiß. Ich sehe dich ja auch. Jetzt das musst du daran. Meinst du? Oder du hast ja, du kannst natürlich auch cheaten, durch Wände gucken. Ja, ja, das mache ich hauptberuflich, das wissen auch die wenigsten. Ein hauptberuflicher Cheat-Hacker. Dünn-Cheater. Nein, die Chiquita Banana. Hm. Kennt auch jeder. Hier gibt's echt, du hast schon, du meinst echt, hier ist keine Kiste mehr, also wir brauchen nicht mehr großartig suchen, oder was? Nein, du Missgestalt von Spiel. Was? Das Spiel kann da jetzt auch nichts für. Ich bin einfach zu dumm für diese Welt. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ladadi, oh, ein Bett. Kann ich das benutzen? Bett? Ja, ja, kannst du dich reinlegen. Oh, Erfahrungsfläche, oh, Pfeile. Echt, hast du bekommen? Jo. Das ist nicht so gut. Oh, Fleisch. Ah, oh, das fehlt mir auch noch, sehr gut. Das fehlt mir auch noch, Mann. Ist ganz schön kalt an den Füße. Ey, was ist denn das für ein Hebel? Oh, keine Hebel. Glück um, vielleicht stirbst du. Nee, aber kann ja gar nicht, geht ja gar nicht. Zum Glück kriegt man hier keinen Fallschaden, außer wenn man runterfällt. Hahaha. Bei der Widerspruch, ne? Was ist das? Oh, ein. Brauche ich nicht. Boah, wie lang die Runde hier geht. Ich habe noch nie so eine lange Runde normalerweise. Die gehen normalerweise immer nur 2 Minuten oder so, wenn überhaupt. Nein! Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Du hässliches Spiel. Warum bist du da runtergesprungen? Immer wenn du irgendwo runterspringst, bin ich komischerweise ganz in der Nähe. Echt? Das liegt vielleicht daran, weil die Map so winzig ist. Ja, das kann sein. Das kann sein. Dabei wollte ich nur 2 Kisten holen, die wahrscheinlich noch keiner hatte. Ey. Ja, das kann sein. Mich doch am Sack. Wo bist du? Hm, das weiß ich gar nicht so genau. Wo bin ich denn hier? Weißt du, was das ganz Lustige daran ist? Was denn? Dass ich 2 Kisten mit Enderperlen hatte und alle verkloppt habe. Hm. Natürlich sehr frisch. Das ist echt ärgerlich. Das kann man so munkeln, aber... Ja gut, ich denke mal, wir haben jetzt alle Kisten soweit zu. Zum Glück bin ich nie beleidigt vor irgendwelchen Spielen. Bitte. Hm.
Düst, 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 düst. Es sieht alles so weihnachtlich hier aus. Da kriege ich richtig Weihnachtsstimmung. Hast du einen Weihnachtstext der Packe drin? Ja, habe ich noch. Lass ich auch jetzt zur Weihnachtszeit noch ein bisschen drin hier. Ja, ich habe das für Winterzeit. Und hast du jetzt die letzten beiden Kisten gekriegt, oder? Jein. Aha. So, das wäre ja da drüben. Ein Kindshüpfel, ich verstecke mich im Luftschiff. Ah! Nein! Du bist nein! Da. Nein, nein, ich will nicht! Oh, verdammt! Oh Mann, ich wusste, dass du kommst. Verdammt! Nochmal! Das macht Spaß. Ich will die Kiste. Ich krieg sie nicht. Was? Das braucht man an der gleichen Stelle. Nee, das ist nur ein Lag. Du bist noch drin im Spiel, deswegen. Jo, einmal noch, ne? Eine noch? Komm, ja, komm. Noch mal. YOLO. Steht doch auf meiner Mütze. Tja, jetzt hoffe ich dich. Das ist aber jetzt auch nicht eine andere Map. Ich hab gehofft, wir spielen die gleiche. Das ist Zirkus-Map. Nee, das wäre langweilig. Zirkus, Afro-Zirkus. In der Kiste. Das ist nur ein Blumentopf, der aussieht wie eine Kiste. Es ist auch nur ein Blumentopf. Das ist nicht schlimm, du kannst von mir aus nur Blumentöpfe haben, damit kann ich sehr gut leben. Muss ich mal gestehen. Leitern sind auch fresh. Fresh Dumbledore. Kiste. Kiste finde ich nicht so gut. Die kannst du ruhig stehen lassen, auf einfach vorbei. Na. Wenn du Lava siehst, spring rein, die macht dich unverwundbar. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist die, die Super Lava. Ist die Magic Lava. Magic Lava. Oh, Kiste. Was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß? Ich brauche einen Bogen. Oder ein Stick. Bogen, Stick und ein Crafting Table, das wäre auch nicht schlecht. Oh, nein! Ein Stick und ein Crafting Table. Weil ich gewisse Dinge habe. Ein krasser Boy. Oh, was ist denn das? Ist das eine Kiste? Das ist ein. Komm ich denn da? Komm ich da? Ja, da. Nee. Doch, da gibt's Ranken. Jetzt weißt du wahrscheinlich wieder, wo ich bin. Naja, ich stehe hinter dir. Du müsstest schon hinter mir schwimmen. Ach, Mann, ich voll Idiot. Da ist doch bestimmt was hinter. Da ist was hinter. Nicht? Ah, da. Ja, sehr gut. Ah, ein Stick. Oh, Erfahrung. Und Feuer macht mich auch unverwundbar, ne? Genau. Er versucht es immer wieder. Mehr gibt's hier nicht zu holen? Gefällt mir alles nicht. Nein, ich könnte jetzt mal Trick 17 benutzen. Und hoffen, dass ich nicht. Okay, das war jetzt noch nicht geplant. Aber finde ich schon ganz okay. Das sind alles Blumentöpfe. Blumentöpfe. Ja, die Blumentöpfe sehen ja aus wie Kisten fast. Bei meinem Texturenpaket. Entschuldige, Ressourcenpaket heißt es jetzt. Ressouré. Das ist Knopf. Baby. Der sinnlose Knopf. Das ist Bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich bräuchte noch einen Bogen.
Ich hoffe, du findest keinen. Und am besten noch ein Crafting Table. Ein Crafting Table? Komm her, ich zeig dir, wo einer ist. Traust du mir nicht? Oh, das ist ja. Ah, der ist leer. Du darfst so ja, ich lass dich so ja craften. Und dann hocke ich dich kaputt. Das sagt er. Da, Kiste, aber die hat er doch bestimmt schon. Das ist ja seine Seite hier. Oh, ich Vollidiot. Ah. Uha, Karate. Bin ich ein Dummkopf? Gibt's denn hier ich noch bin Crafting Table? Ich weiß. Das mal bitte schneller. Haben noch einen geilen Apfel, der schmeckt lecker. Und wer noch verhungert? Wir haben nur verrottetes Fleisch, oder? Ja. Und ja, wenn ich ein Crafting so Table hätte, dann könnte ich auch noch ein bisschen Brot machen. Hier ist ein Brot Ding. Brot sollte ich machen. Ich sollte Brot machen. Und reicht das? Oh ja, Baby. Dinge eindeutig mit dem Zucker zu rum. Ach stimmt, ihr macht ja auch irgendwas da. Hier, wie heißt das? In der Zeit. Ja. Das beste Projekt auf YouTube. Oh. Hey, wie soll denn das gehen? Naja, eine Schüssel. Gut, so, was soll ich denn mit einer Schüssel, bitte? Kannst du eine geile Suppe draus machen? Oh, ich hab's geschafft. Man munkelt, ich hab super. Pilze. Man munkelt, ich hab 4 Schwerter. Warte mal. Munkelt, ich hab ein Crafting-Table und 3 Brote. Wie waren gleich nochmal das? Ah, ich hab gar keine Pilze mehr, das war letzte Runde. Dam dam da 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 da. Danke, jetzt habe ich 5 Schwerter. Danke, liebes Spiel, du bist der Beste. 5 Eisenschwerter auch noch, oder was? Ja, 5 Diamantschwerter, also ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, Moongeld, das sind 5 Diamantschwerter. Okay. Muss ich mich ja in Acht nehmen. Ja, die habe ich gerade kombiniert zu Porno, Smaragd, Rubin, Saphir-Schwert. Oh. Das kennen die wenigsten, weil keiner so viel... Can you handle that? Ich. Die Map ist ja schon riesig. Deine Folgen werden wahrscheinlich ja schon lang. Ach, war ich doch schon mal. Ja, ich mache immer, ich habe jetzt mit Luni ein paar Folgen aufgenommen. Eine für meinen Kanal, eine für seinen Kanal. Mhm. Das werde ich jetzt öfters machen mit ein paar Leuten. Immer so hin und her. Damit halt jeder ein bisschen was hat. Weil... Sonst ist ja langweilig, außerdem kann man so ein bisschen hin und her rutschen. Also ich wollte mir da sowieso jetzt in Zukunft nicht mehr so den Stress machen. Ich spiele und wenn ich Bock habe, nehme ich auf. So sieht's aus. Weil ich habe gemerkt bei diesem Projekt, was du vielleicht auch kennst, Isolated, oh, das ist ja eben so pragmatisch, ja, sag ich mal. Ist immer so, man muss, man weiß nicht, ich habe mir selbst den Anspruch gestellt, jeden Tag ein Video hochzuladen. Aber ich will da jetzt eigentlich viel lockerer rangehen an die ganze Sache, weil... Warum nicht? Ist ja auch eine Voraussetzung bei dem Spiel, bei dem Projekt, oder nicht, dass ihr jeden Tag hochladet? Na, man kann, muss aber nicht. Ich meine, wir sind jetzt sowieso so weit vorne. Also. Ja, ich gucke das auch fast gar nicht mehr, auch bei Schneckball nicht mehr. Ich habe ja vorher bei den allen alles geguckt. Und ist aber langsam so ein bisschen ausgelutscht, muss man sagen. Ja. Weil es ist schon interessant, aber es geht halt nicht so wirklich voran. Ja, das stimmt. Also in letzter Zeit bei uns halt auch nicht. Ja. Weil ich will eh noch ein Großprojekt starten mit Mods. Mit Modpack. Ach so. Will ich noch ein Projekt starten. Demnächst, bald mal. Das werde ich dann aber gucken, dass ich dann eventuell viel davon streamen werde. Mhm. Weil alles in der Folge machen dauert einfach auch zu lange. Das ist bei Sky Isolated ja auch so, das Gefarme und so, kann man einfach mal im Stream abends, da setzt sich eine Stunde hin, streamst. Das ist eigentlich eine Idee, das schlage ich dem Notok auch mal vor. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch mit den Regeln ist, so, weil die Schneckbäume und so, die streamen jetzt die ganze Zeit The Village. Und so. Man munkelt. Sag mal, dass ich dich noch nicht einmal gesehen habe.
Ja, das kotzt mich voll an. Habe ich vorhin was vergessen hier? Yeah, 6 Schwerter. Danke, danke, Welt. Oder ist das hier, ein anderes Haus? Das ist ein anderes Haus. Ist das hier deine Seite? Ist so bombastisch groß. Dann bin ich schon wieder hier. Müsste da ja auch irgendwas sein. Auf meiner Welt ist eh alles weg. Ja, ich hab gerade einiges gefunden bei dir. Ich bin bei dem Riesenrad gespawnt, ne? Ach so. Und warum sind hier die Kisten, wo ich eben schon gelootet habe, wieder was drin? Echt? Wo warst du denn? Ich bin im Riesenrad. Nee, wenn ich dir das jetzt verrate, dann treffen wir uns ja gleich. Oder wollen wir uns treffen? Ja, eigentlich nicht, aber was soll ich machen? Ich bin voll schlecht ausgerüstet. Also ich möchte dich treffen. Ja, das sagen sie alle. Und dann machen sie mich platt. Hä? Yeah. Ging auf Chest, ich habe 12 Kisten hier. Ah, ich habe nur schief mit. Hä, die Kiste habe ich aber schon geöffnet. Ja, das gleiche hatte ich auch gerade. Sind die Kisten wieder voll? Ist die Karte nicht gespiegelt oder so? Das ja, sind beide. Die Karte ist noch. Ich habe also, noch mal. So, ich habe jetzt 7 Schwerter. Mhm. Da würde mich jetzt interessieren. Oh, 5 Minuten ist Showdown. Da sind noch mal Enderperlen drin. Ja, die Karten wurden noch mal aufgefüllt. Alle Kisten sind voll. Das ist ja voll der Bullshit. Hm. Die Map ist einfach viel zu groß. Oh. Mit Luni habe ich so ein Problem nicht. Da treffe ich mich nach 2 Minuten mit dem in jeder Map mindestens. Aber ich habe eine andere Denkweise. Obi. Ja, der hat's noch nie gespielt, Minecraft so großartig. Ah. Oh, wenn ich jetzt so zu dir komme. Wir können uns ja bei dem komischen Clown treffen, wenn du willst. Ich weiß nicht wo. Oh, der Clown, ja. Was ist das denn hier? Ja, ich wüsste, wo der ist. Sind keine Kisten, ja, toll. Pfeil weg. Mal wieder eingesammelt, auch gut. Ich such kurz den Clown, dann treffen wir uns da. Vielleicht auch nicht die beste Wahl, sich da zu treffen, weil der ist so unübersichtlich. Ich komme. Bleib einfach da stehen. Bereite dich gut vor. Von wo kommst du denn? Das ist eine gute Frage. Denn die Frage ist, ob ich es dir sage. danke schön, das Spiel. So, jetzt habe ich erstmal 8 Schwerter, das ist schon mal ganz okay. Ja, das ist ja krass. Eins hätte aber auch gereicht, ne? Übertreibst, du übertreibst. Oh. So, was essen muss ich mal. Das ist okay. Das ist krass, aber wie kommt man da hin? Das ist ja geil. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist nix drin. So. Okay. Das könnte klappen. So. Ach Quatsch, haben die Erbauer sich hier verewigt. Oh, krass. Echt? Du bist bei dem Clown? Ja, das habe ich auch gesagt. Mhm. Ist ja nicht so, dass du auf mich schießt oder so. Nein. Du kannst es einfach nicht, lass es doch. Was? Ich hab. Ich muss voll aufpassen. Ja, 3 Pfeile. Da hast du noch einen. Danke. Warum sind die Schalter? Die Lecks, Alter. Hast du auch Lecks? Nee, aber ich habe ein Eisenschwert. Ich habe mega Leck gehabt. Du bist die ganze Zeit rumgebackt. Jo. Nee, du warst auf einmal hinter mir, dann auf einmal vor mir. Echt? Ach, ich hatte 8 Schwerter. So wollte ich nicht gewinnen. Ja, hast du ja nicht so schlimm. Hast du wenigstens auch mal ein Erfolgserlebnis. Ja gut, ich werde mal die Aufnahme hier beenden. Vielen Dank, falls ihr zugeschaut habt. Habt ihr, wenn ihr das hört. Und dann, ja, wenn mal wieder ein Video kommt, schaut rein. Wisst ihr Bescheid. Kriegt ihr Nachricht, wenn ihr mich abonniert.